Da bin ich mal gespannt, wie es der geht. Hä? Junge. Nein, die können hier drüber. Das ist schlecht. Das ist... Wie ist er da rüber geschwommen? Warte mal. Wie ist der da rüber geschwommen? Aber hier können die nicht rüber. Komisch. Dann werde ich das mal ein bisschen anheben. So, und das da auch, weil wir wollen auf keinen Fall, dass hier können die ja nicht rein, ne? Nee, wie denn? Ja, wobei. Da bin ich mal gespannt, ob du jetzt auch da rüber kommst. Nein, kommst du nicht. Sag ich doch. Forschung ist abgeschlossen. Sehr schön. Weiter forschen, bitte. Du Frechdachs, du. Natürlich das Männchen. War ja klar. So, gut. Einrichtung. Was? Gehege. Was haben die Hunde jetzt bekommen? Nichts. Ist ein bisschen wenig. Und sonst noch? Na gut. Gut, dann werde ich, Imbissstände. Ja, okay, stimmt. Blaue Pfau. Ah, okay, Infozentrum. Sieht es voll aus, ja. Gut, also. Dann würde ich sagen, gibt es... wo gibt es Imbissstände? Ja, machen wir mal hier. Wo ist denn jetzt das Tier? Hallo? Vielleicht vor deinen Augen? Da gibt's doch genug. Oh je. Und was machst du? Junge! Hallo! Hallo! Du bist doch der Techniker hier, ne? Willst du mich verarschen? Ja, eben. Ah. Ja, jetzt hat. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Okay, warte. Der Techniker hier hat aber den, oder? Hey, hallo. Öde, öde, öde. Öde, öde, öde. Can't you see? Bam, bam, bam. Ah, genau. Der öde, öde, öde kann ja jetzt mal forschen. Genau. Hier das da und... Transport, Fahrgeschäfte, Design Afrika, Getränke, Souvenir.
Ja, machen wir mal Imbiss und dann Getränke. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. So, Bedürfnis ist für die ganz okay. Oh, Toilette, okay. Ja, okay, dann fangen wir mal hier an, wirklich. Das Tier kann man nicht sehen. Ja. Ja, ich brauche halt mehr Springböcke, ne? Gut, also. Dann fangen wir mal an mit Einrichtungen und Gästeeinrichtungen. So, erstmal Toilettenblock. Das ist halt eine große Toilette dann. Warte mal, ich zieh mal hier dann die Wege. Asphalt. Das war blöd. Ja, falsch rum. So. So, und zwar will ich jetzt hier. So einen Weg weiter. So, genau. Gut. Und hier dann. Auch einen Weg entlang. Will der mir sagen, dass ich... mit dem Gelände... So, ich mach mal ein bisschen abgesteckt. Kann ich kein Teestück machen? Wieso denn nicht? Ich will einfach einen Weg machen. Ich will einen Weg machen. Warte. Darf ich einen Weg machen? Das ist krass, wenn ich hier anfange und dann springt der gleich darüber. Warum ist der so sensibel auf einmal? Krass. Kann ich das irgendwie ausschalten, dass es so krass sensibel ist? Warte mal. Der will das nicht verbinden. Kann man echt kein... Doch, man kann doch sicher einen Tee machen. Bin ich jetzt narrisch? Egal, dann geht's halt hier weiter. Ich wollte ja eh hier erstmal weitergehen, damit ich hier die Toilette machen kann.
So. Dann vielleicht hier mit einer kleinen Spende. Und mit einem Müllding. Ja. So. Dann gibt's hier Infozentrum. Getränkeladen. Souvenirladen. Und im Missstand. Oh Gott. Gut, Geldautomaten natürlich daneben. So. Ja, das Souvenirladen habe ich. Das muss erstmal reichen, ganz ehrlich. Chief Beef. Ja, komm. Gut, dann dafür brauchen wir natürlich auch wieder Mitarbeiter, Verkäufer. One, two and three. So. Die Verkäufer. Genau, der da hat den Laden. Warte. Ah, wo war das nochmal? Ah, hier. Arbeitsbereich. Der da. Kein Strom, verdammt. Kein Strom. Kein Strom, das ist ein bisschen wenig. Ja, verdammt. Wenn ich, warte. Wenn ich hier einen Stromgenerator hinpflanze, dann haben die Strom. Na schön. Dann soll das so sein. Gut. So, dann hast du Arbeitsbereich. Die sind da. Und die sind da. Okay. Das ist dann Beef. So. Gut. Du hast den da und den da. Das ist dann. Souvenir. Ich hoffe, da schreibt man so. Oh je. Gut. Und du? Aha. Du hast Arbeitsbereich Drinks. So. Das ist der da. Und der da. Gut. Aha. Bedürfnis. Gut. Wie geht's den Leuten? Wildhund. Ja, das, das kommt hier jetzt alles noch. Das ist hier richtig, richtig blöd. Dass man hier das Gras sieht. Warte mal. Das will ich mal kurz ausprobieren.
ob man das noch im Nachhinein nee, das kann man nicht switchen. Wieso auf dem blauen V? Die ruhen sich halt gerade aus. Ausblick auf den blauen V. Wow, süß. Man merkt gleich, dass sich bei der Planung Gedanken gemacht hat. Der Typ. So, okay, aber der Pfau, die Pfeue, die Pfausen. Es ist halt jetzt Nacht. Was wollt ihr eigentlich? Apropos Nacht. Finanzen. Wir haben, okay, Gesamtgewinn 7000. Das wird jetzt natürlich ein bisschen runtergehen. Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr. Das ist halt heftig, ne? 5 Uhr ist schon Öffnungszeit. Erwachsener 5, das, ja komm. Das können wir jetzt auf 7 und den können wir jetzt auf 4. So. Gut. Und dann will ich jetzt mal schauen, ob jetzt endlich ein Zebra und ein ein Springbock. Kein Gabelbock, ich brauche einen Springbock. Eine Springbockdame. Den könnten wir uns auch holen. Schon mal schauen. Spießbock, nein. Springbock. Springe, springe, springe. So. Manchmal braucht er wirklich lange. Das ist echt. Echt komisch. Gabelbock, verdammt. Ja, nee. Fruchtbarkeit. Die ist natürlich auch super. Spießbock. Irgendwie die vierte Seite will da nicht laden. Das ist echt komisch. Tüpfelhyäne, krass, die sind ja auch so krass teuer. Was, Fruchtbarkeit ist so schlecht und dann 55. Was stimmt bei dem verkehrt? Schauen schon wieder die vierte Seite, das ist echt komisch. Das Problem ist, wenn ich nach Arten suche, kommen erstmal zigtausend Pfaue, dann ich habe nur 42 und dann noch Warzenschweine und so weiter und deswegen kann ich das so nicht suchen. So. Zebra, oh Mann. Die Warzenschweine sind die günstigen. Also Zebra kann ich, warte. Zebra mache ich mal so maximal 200. Ja, das ist egal. Filter.
Gut. Hier. Das ist, aber sie ist furchtbar. Dann schauen wir mal weiter. Spießbock? Nein, ich brauche Springbock. Spieß, 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 Spieß. Spießig, spießig. Wobei bei Spießbock brauche ich ja kein für Geld, sondern für. Echt. Nee, für Arterhaltungsdinger. Deswegen kann ich Bargeld gleich wieder ausmachen. So. Der da ist natürlich wieder weg. Aber den Wildhund will ich jetzt gar nicht kaufen, weil da habe ich ja schon zwei. Aber für den Springbock nicht. Ja, hier in genau Strauße gibt es so unglaublich viele. Strauß, 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 Strauß. Strauße kann ich natürlich auch machen, aber jetzt habe ich erstmal drei neue. Und jetzt kommen die Wildschweine. Genau, jetzt habe ich ja drei neue Tiere. Und die will ich erstmal fertig. Fertig. Erforschen. So. Das stört mich auch ziemlich, dass man hier nicht. Egal. Egal. Ja, wird gekauft. Komm, aufnehmen. Verlegen. Sehr schön. Ich habe endlich ein weiblichen Springbock. Sehr gut. Ja, wieso schauen die da hin? Ja doch, die trinken daraus. Ist aber echt süß. Die haben jetzt eben keinen von sich. Ah! Oh, wow. Da wird gleich vor Freude gekackt. Wieso läufst du da weg? Lauf doch zu deinen Artgenossen hin. Zu deinen Genossen. Oh, der ist gleich schüchtern. Oh, du Armer. Kann ich verstehen. So da in eine Kiste gepackt zu werden, ist ja echt kacke. Aber hier das Gehege ist ja. Was war das denn? Das Gehege ist ja echt riesig. Also da können die sich schon echt austoben. So, Ernährung ist so lala. Lebensqualität ist auch so lala. Forschung abgeschlossen. Die Hunde gehen echt quick. Also schnell. So, wie geht's denn den Hunden? Ja, Wohlbefinden ist auch. Was ist das für ein Geräusch? Pinkelt der eine? Nee, warte, die brauchen auf. Ah, das ist es. Die brauchen jetzt auf jeden Fall. Oh. Ja, komm. Geht in die Höhle und ja. Gut, Gehege. Yay, die haben einen Ball. Und Kauspielzeug.
Und Futterspender. Warte, Kauspielzeug, das braucht ja kein Futter quasi. Jetzt geht's denen super gut. Du hast voll daneben geschüttet. Lebensbeschäftigung, ja. Warte, nee. Steppenzebra? Ja. Die haben halt nichts, ne? Und ein Springbock. Was ist das jetzt? Ah, gut. Sehr gut. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Futterspender. Die bekommen auch einen Ball. So. Es geht aber wieder runter. Ah, jetzt geht's hoch. Wahrscheinlich, weil ich die ganz viel gekauft habe. 7000 hoch. Das ist doch schön. Ah, jetzt bekommen sie auch endlich. Bitte was? Sehr gut. Das ist echt lustig. Das ist echt lustig, weil die so ein bisschen wie Pferde klingen, aber nicht ganz. So, Lebensqualität hat sich sehr verbessert. Afrikanischer Wildhund. Ist ganz okay, er ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg. Kann ich hier irgendwie Ferngläser oder so hinmachen? Sicherheitskamera. Nicht füttern, nicht stören. Sicherheitskamera. Alter, man kann eine... Ich kann jetzt schon so eine fette Bahn bauen. Alter, nee. So. So, hier und... Okay. Der macht den afrikanischen Wildhund und der macht... Springbock. So. Der ist ja... Warte mal. Ist eins von den beiden gefährdet? Ich glaube... Nicht gefährdet, nee. Und das Steppenzebra glaube ich auch nicht. Na? Steppen, 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 Steppen. Potenziell, okay. Ja, dann mache ich das Steppenzebra. Und dann mache ich nämlich noch die Erhaltungsart-Dings da. Bienen sterben. Klimawandel, Abholzung der Bienen, Amphibien, Klimawandel. Ja, das passt hier zu denen. Ach,
Ach, jetzt labert doch nicht. Gut. Also, jetzt muss ich ein bisschen sparen, würde ich sagen, damit wir wieder ein bisschen mehr Kohle reinbekommen. Okay, jetzt bekommen wir nur noch 1000. Wieso das? Okay, Jahresdurchschnitt 5000. Vor 2 Jahren 8000, letztes Jahr 8000 und jetzt nur noch 1000. Oh Gott, sogar 2, oder? Hallo. Nice. Sie so wakatena.